Mein Bauch tut so weh und die Wehen setzen ein. André, komm bitte. Ja, ich komme. Was ist los, mein Sonnenschein? Ich hab Schmerzen. Die Wehen haben eingesetzt. Oh je, du Arme. Komm, ich fahr dich schnell ins Krankenhaus. Halte durch, wir sind gleich da. Glückwunsch, es ist ein Junge. Oh, ist der süß. Hallo, hier ist dein Papa. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nochmal einen Jungen bekommen. Oh, Zwillinge, was für eine Überraschung. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nochmal einen Jungen bekommen. Was? Drillinge? Nein, Vierlinge! Was? Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Wahnsinn, das ist eine Riesenüberraschung. Ich gratuliere Ihnen zu Fünflingen. Ich glaube es gar nicht. So viele süße Babys. Nochmal? Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt der Papa von 6 gesunden Jungs. Jetzt sind wir eine riesige Familie. Hast du dir schon ein paar Namen ausgedacht? Ja, habe ich. Andreas, Benjamin, Christoph, Daniel, Emil und Florian. Das sind tolle Namen. Und wir können die Jungs dann später Andi, Benny, Chris, Dani, Emil und Flo rufen. Ich gehe jetzt nach Hause und versuche mal 6 Babybetten zu bestellen. Ich hoffe, dass die dann auch schnell kommen. Bis morgen, dann hole ich euch alle ab. Jetzt mal schauen. Ah, da habe ich ja schon ein paar coole Hochstühle gefunden. Und hier gibt es ein paar tolle Babybetten. Oh, das in Weiß sieht schön aus. Mit einem Nilpferd an der Seite. Ja, das ist perfekt. Davon 6 Stück. Jetzt noch auf Expresslieferung klicken. Dann müsste die Lieferung noch heute kommen. Wahnsinn, das ist mal ein schneller Lieferservice. Vielen Dank, ich brauche die Betten ganz dringend. So, und jetzt die Betten aufbauen. Erledigt und jetzt kommen die Hochstühle dran. Hier ist ein guter Platz dafür. Perfekt, jetzt können die Jungs kommen. Du hast aber Durst, Emil. Das war die letzte Flasche. Hallo, Papa ist da. Und bereit? Können wir los? Emil muss noch austrinken und dann können wir los. Perfekt, Kinderwagen habe ich auch dabei. Sehen Sie nicht goldig aus in Ihren Kinderwagen? Ja, Sie sind süß, aber eine ganze Menge Arbeit. Wir schaffen das!
endlich zu Hause. Ja, Jungs, hier ist euer neues Zuhause. Ich mach Ihnen gleich Fläschchen, Sie haben bestimmt schon wieder Hunger. Hier sind eure Fläschchen. Ja, die sind aber ganz schön hungrig. Ja, haben denselben Appetit wie der Papa. Und jetzt ist es Zeit für ein Mittagsschläfchen. Schlaft gut und süße Träume. Das war eine kurze Nacht. Ja, allerdings. Und die Babys warten schon. Ich gehe runter und mache die Flaschen warm. Bringst du dann die Babys? Ja, mache ich. Bis gleich. Guten Morgen, Andi, Benny, Chris, Dani, Emil und Flo. Habt ihr auch so gut geschlafen wie euer Papa? Und jetzt gibt es gleich leckere Milch. So, die Milch ist fertig. Super, und die Kleinen sind auch schon bereit und warten auf ihr Frühstück. Hier, Dani, dein Fläschchen. Geschafft. Wenn es so weitergeht, können wir uns bald eine eigene Kuh zulegen. Ja, das stimmt. Die Jungs haben einen ganz schönen Appetit. Und was steht heute auf dem Plan? Was sollen wir unternehmen? Es ist doch so heiß heute. Machen wir doch einen Ausflug in den Aquapark. Cool, super Idee. Ich hol die Decke und Badesachen und dann geht's los. Bereit? Ja, alle angeschnallt. Lass uns gehen. Voll schön hier. Legen wir uns doch gleich bei dem Babybecken hin. Ja, gute Idee. Dann rolle ich mal die Decke aus. Perfekt, da haben alle darauf Platz. So Jungs, kommt, eure Schwimmwindeln anziehen. Jetzt sind wir dran. Ja, ich freue mich schon auf das kühle Nass. Und jetzt kann es endlich losgehen. Ich gehe mit Chris etwas rutschen. Okay, ich gehe ans Babybecken. Jetzt geht's los. Das erste Mal beim Rutschen. Das hat Spaß gemacht. Juhu! Und jetzt gucken wir mal, was Mama und deine Brüder machen. Wo sind Andi, Emil und Flo? Die sind eingeschlafen und liegen auf der Decke. Guck mal, Chris, ein cooler Seehund. Den Kleinen gefällt's hier richtig gut. Ja, wir können ja nochmal hierher kommen. Ja, auf jeden Fall. Schau mal, Chris, deine Brüder werden langsam wach. Die haben auch lang genug gepennt. Ziehen wir die Kleinen an und dann gehen wir nach Hause. Das war echt ein schöner Ausflug. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Das machen wir, Schatz. Hast du jetzt nicht gleich einen Termin? Wieso? Was für ein Termin? Du wolltest doch zum Autohändler und nach einem größeren Auto schauen, in dem wir alle Platz haben. Oh je, stimmt, das habe ich ja voll vergessen.
Ich fahre jetzt gleich los und hoffentlich hat der Händler ein passendes Auto. Viel Glück, bis später. Jetzt aber nichts wie los. Das Auto ist wirklich zu klein. Mal schauen, was der Händler da hat. Hallo, ich habe einen Termin wegen einer Besichtigung von einem großen Familienwagen. Hallo. Würden Sie auch mein altes Auto in Zahlung nehmen? Ja, das machen wir auch. Super, dann können Sie es vielleicht gleich mal anschauen. Ja, okay. Gehen wir zuerst raus und schauen Ihr altes Auto an und dann das neue Auto. Dafür könnte ich Ihnen noch 2000 Euro geben. Das hört sich doch gut an. So, jetzt schauen wir das neue Auto an. Hier, das war das Auto. Das war mein Hotelbus. Und wie viele Sitze hat das Auto? Es hat 8 Sitze. Das ist ja perfekt. Genauso viel bräuchte ich. Sieht innen sehr gepflegt aus. So habe ich mir das Auto auch vorgestellt. Ja, der hat noch ganz wenig Kilometer drauf. An dem werden Sie lange Freude haben. Und was haben Sie sich preislich vorgestellt für das Auto? Ich möchte 13.000 haben. Abzüglich für die 2000 Euro vom alten Auto sind es dann nur noch 11.000. Das ist ein guter Preis. Wäre es noch möglich, ein paar kleine Änderungen vorzunehmen? Kein Problem, aber die Änderungen dauern ein paar Stunden. Das ist in Ordnung. Ich muss sowieso noch ins Shopping Center und was besorgen. Dann komme ich später vorbei. Ja, bis später. Hallo. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche 6 Babyschalen. Ui, so viele. Wie würde Ihnen die Babyschale hier gefallen? Sehr schön und die Farbe würde auch passen. Hätten Sie davon 6 Stück da? Ja, von diesem Modell hätten wir noch 6 auf Lager. Das ist ja perfekt. Die nehme ich dann alle mit. Okay, einen Moment, ich hole sie dann. Hallo, ist das Auto jetzt fertig? Ja, alles erledigt. Kommen Sie mit. Ja, es wird wirklich Zeit für ein größeres Auto. Ja, ich weiß. Ich baue jetzt noch die Babyschalen ein und dann können Sie mein altes Auto haben. Jetzt nichts wie nach Hause. Bin mal gespannt auf das Gesicht meiner Frau. Ich bin zurück und ich habe eine Überraschung dabei. Da bin ich aber gespannt. Wow, ist das Auto schön! Ja, ehrlich? Gefällt's dir? Ja klar, das ist doch das perfekte Auto für unsere Familie. Und die Babys sehen so süß aus. Und es ist so riesig, da haben wir alle Platz drin. Und schau mal innen, ich habe die Babyschalen besorgt und auch gleich eingebaut. Ja, wirklich toll. Das wird unseren Jungs bestimmt gefallen. Lass uns doch gleich eine Spritztour machen. Ja, super Idee. Wie wär's mit Eis essen? Ja, das wäre toll. Okay, ich hol die Babys und dann geht's los. So, raus mit euch. Wir machen eine Fahrt mit dem neuen Auto. Dass wir jetzt ein Auto haben, in das wir alle reinpassen.
Ja, ich bin auch zufrieden. Und jetzt können wir mit der Urlaubsplanung anfangen. Siehst du, das ist eine gute Idee. Das gefällt auch den Babys. Ah, alles schön glatt. Sieht doch gleich viel besser aus. André, komm mal. Ja, ich bin gleich da. Was ist los? Was brauchst du? Ich habe die Koffer gepackt. Kannst du die runterbringen, bitte? Ui, so viele. Da muss ich erst mal schauen, ob ich die alle unterbringe. Bestimmt. Du schaffst das schon, Schatz. Und ich wecke jetzt die Kleinen auf. Andi, Benny, Chris, Dani, Emil, Flo, alle aufwachen. Der Kofferraum ist voll. Wo soll ich jetzt die restlichen Koffer hin? Aber ich habe da schon eine Idee. Die restlichen Koffer kommen aufs Dach. Oh je, mein Rücken. Perfekt, alles untergebracht. Hier sind Dani und Emil und die anderen sind schon im Auto. Ja, perfekt, dann haben wir alles. Dann kann's jetzt losgehen. Ja, endlich, ich freue mich schon. Endlich da. Das war aber eine lange Fahrt. Herzlich willkommen im Strandhotel. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Unser Gepäckträger kümmert sich um Ihre Koffer. Super. Könnten Sie uns vielleicht noch mit unseren Babys helfen? Ja, natürlich, gerne. 6 Stück, das sind aber viele. Und ich bringe die Koffer aufs Zimmer. Willkommen im Strandhotel. Unser Mitarbeiter geht mit Ihnen aufs Zimmer und gibt Ihnen dann die Schlüssel. So, erledigt. Jetzt hole ich noch die restlichen Koffer aus dem Kofferraum. Hier, das ist Ihr Apartment 201. Und nebenan finden Sie das Bad und den Balkon. Hier ist der Schlüssel für das Apartment. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Ja, das machen wir. Vielen Dank. Das ist so ein wunderschönes Apartment mit toller Aussicht. Gehen wir doch an den Strand. Ich ziehe mich gleich um. Ja, super Idee. Ich ziehe mich auch gleich um. Oh, falsche Haare. Ah, schon besser. So, und jetzt noch die Babys und dann nichts wie an den Strand. So Jungs, auf geht's. Zum ersten Mal an den Strand. Das ist wunderschön hier. Ja, die Fahrt hat sich gelohnt. Andi, Benny, hier bleiben. So, ich mach mal ein kleines Nickerchen. Ah ja, das tut gut. Ah, hier steckt der Herr. Jetzt mach ich mal eine kleine Pause. Oh, herrlich. Endlich mal bisschen Ruhe. Hey Jungs, wohin? Hier bleiben. Ich hab Hunger. Lass uns doch ins Hotel gehen.
Ja, das ist eine tolle Idee. Ich habe auch Hunger. Lass uns gehen. Prost, mein Schatz, auf unseren schönen Urlaub. Ja, den haben wir alle verdient. Allerdings, jetzt können wir uns mal richtig entspannen. So, Jungs, und ihr lasst euch eure Milch schmecken. Guten Appetit. Ich bin hundemüde. Und ich erst. Jetzt die Kleinen ins Bett und dann schlafen. So, jetzt nichts wie ins Bett. Gute Nacht. Ja, schlaf gut. Jetzt üben wir etwas Laufen. Kommt, Kinder. Oh, du. Toll, das macht ihr sehr gut. Ja, Mama. Hast du gesehen, wie die Kleinen laufen? Ja, hab ich. Die haben schon richtig gut drauf. Das müssen wir doch gleich feiern. Wie wär's mit einem Ausflug zum Freizeitpark? Oh ja, das ist eine tolle Idee. Lass uns dahin gehen. Siehst du, die Kleinen freuen sich auch schon. Das ist ja ein riesiger Freizeitpark. Was sollen wir als erstes fahren? Lass mich mal überlegen. Wie wär's mit dem Breakdancer? Aber ich glaube, das ist eher nichts für die Kleinen. Wie wär's mit dem Kettenkarussell? Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns dahin gehen. Okay. Los, Kinder, auf zur ersten Fahrt. Gut festheben. Viel Spaß. Und als nächstes kommt die Schiffsschaukel dran. Juhu! Ah, mir ist ganz schwindelig. Puh, jetzt ist mir aber schlecht. Ja, das schüttelt einen ganz schön durch. Als nächstes können wir etwas Ruhigeres machen. Wie wär's mit dem Riesenrad? Ja, Mama. Okay, da muss man ja nur sitzen. Ja, genau. Da kann sich dein Magen erholen. Ja. Hallo, eine Fahrt für 2 Erwachsene und 6 Kleinkinder. Oh, so viele Kinder. Das macht 20 Euro. Da haben wir ja was Tolles gefunden für die Kleinen. Ja, allerdings. Das macht ihnen richtig viel Spaß.
Und nochmal eine Runde. Schau mal, wo geht Emil hin? Hallo Kleiner, möchtest du einen Luftballon? Oh, das sind ja noch mehr. Ja, und die bekommen auch alle einen Luftballon. Super, dann habe ich alle meine Luftballons verkauft. Ja, da haben sie ein gutes Geschäft gemacht. Das war ein toller Tag im Freizeitpark. Ja, den Kleinen hat's auch gefallen. Und jetzt nichts wie nach Hause und ins Bett. Oh du. Mama. Und? Seid ihr alle satt? Ah, super, dann kann's losgehen. Und, seid ihr schon fertig? Die Jungs sind satt, es kann losgehen. So, heute ist es endlich soweit, der erste Tag in der Kita. Wer möchte zuerst? Ich bring Dani und Emil schon mal raus und setz sie in den Kinderwagen. Okay, ich bring dann die anderen. Gut, bis gleich. So Jungs, gut festheben, es geht los. Schaffst du das alleine? Ja, was denkst du denn? Kein Problem für mich. Und los geht's. Und schon da, hier ist eure Kita. Mama schläft fast ein, wo bleibt die bloß? Ihr habt ja ein Tempo drauf. Ja, die Jungs halten es gar nicht mehr aus, die möchten es unbedingt in die Kita. Jetzt sind wir endlich da, so sieht eure Kita aus. Hallo, willkommen in der Kita Sonnenschein. Ich bin Frau Windel. Hallo, wir sind die Familie Fröhlich mit den Sechslingen. Andi, Benny, Chris, Dani, Emil und der Flo. Ah, von den Sechslingen habe ich schon vieles gehört. Ehrlich? Siehst du, wir sind schon richtige Stars. Ja, bestimmt deswegen, weil ich ein paar Videos von den Sechslingen bei YouTube hochgeladen habe. Hier ist unsere Krabbelgruppe Marienkäfer. So wie es aussieht, gefällt es den Kleinen. Ja, stimmt. Die fühlen sich richtig wohl. André, du hast da was am Kopf. Ach, Benny. Ich hab dich ja ganz vergessen. So, komm her, jetzt setz dich zu deinen Brüdern. Die Betreuung ist bis 16 Uhr. Okay, wir sind dann pünktlich da und holen die Kleinen ab. So, jetzt könnt ihr unsere Krabbelgruppe erforschen. Oh, cool, ihr habt ja tolle Drehungen drauf. So, jetzt zeige ich euch was ganz Tolles. Jetzt gehen wir ins Bällebad. Das wird euch bestimmt gefallen. Und jetzt zeige ich euch draußen unseren Spielplatz. Halt, nicht aufs Karussell. Da habt ihr aber eine Rolle hingelegt. Und jetzt dürft ihr alle auf die Riesenschaukel. Ja, das gefällt euch. So, und jetzt darf jeder noch einmal mit mir rutschen, ne? Während ich rutsch, passt Frau Stumpfuß auf euch auf. Ja, wir spielen so lang miteinander.
So, festhalten. Es geht los. Juhu, das hat Spaß gemacht. So, geschafft. Jetzt war jeder dran mit Rutschen. Die Kleinen sind so süß und waren auch ganz brav. Hallo, wir wollen unsere Kinder abholen. Hoffentlich kriegen wir die raus aus der Krabbelgruppe. Die kriegen nicht genug vom Spielen. Ja, ich seh's, aber ist wirklich schön, dass es Ihnen so toll gefällt und das gleich am ersten Tag. Und viele Freunde haben Sie auch gefunden. Ja, wirklich toll. Andi, Benny, Chris, Dani, Emil und Flo, kommt, wir gehen nach Hause. Mama. Vielen Dank für die Betreuung und bis morgen. Ja, schönen Nachmittag noch und bis morgen. Und ab geht's nach Hause.